Ich habe vor kurzem über Nahrung im Fluchtgepäck gesprochen und ich mag dir da noch ja, zwei oder drei oder ein paar Ideen einfach geben, was so als EDC-Survival-Nahrung vielleicht auch ins Taschal passt. Wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, diese ganzen EPA und das ganze Geschichtel, da habe ich da ja schon ein Video dazu gemacht, das will ich gerne machen, sondern ich möchte ein paar Möglichkeiten für ein Fluchtgepäck reinbringen, und zwar Gummibären. Und ich habe das schon einmal vor 5-6 Jahren in einem Video erzählt und da kam ganz viel Rückmeldung von Ernährungsexperten, die sagten, das ist totaler Blödsinn und das ist Fettköttereien und das ist nur Zucker und bla 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 und du blader rein, brauchst uns nichts erklären. Und ich bin auch kein Ernährungsphysiologe und ich meine auch nicht, dass du mit dem ja, deine Nahrung oder dich ernähren sollst, das meine ich damit nicht. Aber bei den Gummibären gibt es einen ganz klaren Vorteil. Erstens, die gibt es in so kleinen Säckchen, das kannst du wirklich immer mit dabei haben. Also das ist wirklich, nichts ist das. Ja. Da als im Outdoor-EDC sozusagen oder im Fluchtgepäck mit dabei zu haben, das ist ein Bringer. Warum? Es gibt dir Energie. Es gibt dir Energie. Und ob du jetzt auf Zucker stehst oder nicht, und wenn du sagst, ich hätte es lieber mit Xylitol wegen den Zähnen, alles wurscht, ja. Aber die kannst du aufmachen, kannst sie wieder verpacken, sie halten Kälte aus, sie halten Hitze aus, sie halten im Endeffekt ewig, sie kleben nur zusammen und man kann sie teilen. Und ich kann sagen, okay, ich nehme mir jetzt eins und dann nehme ich mir noch eins. Oder wenn hier jetzt mehrere Leute wären in der Gruppe, können wir es teilen. Das ist schon was. Und ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, aber nein, ernsthaftes Spaß. Ich habe ein Video gesehen für die Seven vs. Wild Vorbereitung von dem einen Muskelmann aus Österreich, der beim Jagdkommando war. Und ich habe mir das angeschaut, weil beim Jagdkommando, da höre ich immer genau zu, weil da sind die wahren Experten daheim, die das nämlich auch im Einsatz brauchen. Die das nicht, ich sage jetzt mal, semi-professionell, so wie ich, machen und sich halt einfach Gedanken machen und Dinge ausprobieren und Trainings geben für Zivilisten, sondern für Leute, die draußen ihr Leben lassen könnten und das teilweise auch tun, die wirklich im Einsatz sind. Also wenn die das sagen, da höre ich immer genau zu, was die erzählen. Und da war, ja, ich nehme eine Gummibärle mit. Da haben wir gedacht, ja, das erzähle ich auch immer. Das erzähle ich auch immer. Also das ist eine Kraftprothese für mich. Nein, ernsthaft. Also das ist jetzt nichts, über das man lachen soll. Noch einmal, nicht als klassische Ernährung für immer. Ich meine, bei mir sieht man es, dass ich die öfter esse. Ich habe sie zu oft im EDC dabei. Aber ich glaube, dass die Idee klar ist. Und auch wenn du mit Kindern zum Beispiel unterwegs bist, ist das eine großartige Sache. Jetzt heißt, da geht der Zuckerspiegel schnell in die Höhe, haben da auch einige beschrieben, und der geht aber dann gleich wieder runter und deine Bauchspeicheldrüse macht bla bla bla. Jo, stimmt alles, total okay. Aber es ist halt eine Fire-and-Forget-Lösung. Die kann ich mehrere Jahre da drinnen halten. Mache ich das mit an Öl? Mache ich das mit Nüssen? Die muss ich immer wieder auswechseln. Aber wenn du das willst, wenn du sagst, okay, du möchtest in deinem Fluchtrucksack, weil du so ernährungsmäßig eingestellt bist, deine Nusssackerl, deine Studentenfutter mitnehmen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das kann man auch machen. Das gibt es auch in nicht ganz so kleinen Sackerln, aber es gibt es auch in kleineren Sacken. Ja, dann wirft er das in dein Backerl rein. Ja, da ist die Energiedichte noch höher. Cool. Aber das ist halt keine Fire-and-Forget-Lösung. Und das soll jeder tun, wie er will, aber das ist zum Beispiel eine Lösung. Das nächste ist das hier. Da wird es jetzt auch den einen oder anderen, okay, ja, auch ein kleines Sackerl. Ich weiß, dass man da viel Müll dadurch produziert, aber das passt auch überall mit rein. Und es geht bei dieser Nahrungsgeschichte teilweise nicht immer darum, besonders wenn meine Versorgung eng ist, dass ich für 10 Tage meine Nahrung am Mann habe oder an der Frau. Also meine Frau könnte das überhaupt gar nicht tragen. Ich auch nicht, weil wir ja auch Wasser brauchen und ein paar andere Ausrüstung dabei. Also das spielt sowieso nicht. Wenn du nicht deine Nahrungsmittel irgendwie anders besorgen kannst, dann reicht einfach nur, dass du eine Zeit lang durchkommst. Ansonsten läufst du mit einer riesigen Wolke herum, so Fluchtrucksack, da habe ich auch schon einmal ein Video dazu gemacht, was ich für realistisch und unrealistisch halte. Wenn du das trainierst, so wie beim Jagdkommando, mit 70 Kilo plus Waffe, Ausrüstung in der Gegend herumhirschen und sich da lautlos bewegen und solche Geschichten, die machen das und die können das, aber das ist deren Beruf. Wenn du das machst, dann tu das, ja, wie auch immer. Aber Nutella oder Marmeladen, muss ja jetzt nicht die Schokolade sein, aber es gibt Marmeladen,
Teile, also solche kleinen Teilchen. Und meine Kollegen von der Waldkraft, von der Wildenschule Waldkraft, haben mir jetzt vor kurzem ein Video, also ein Foto geschickt, dass man auch Erdnussbutter benutzen kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert, das werden wir uns noch anschauen. Da kommt aber auch noch einmal ein Video dazu. Und dann gibt es noch was, das hat aber leider ein bisschen einen Nachteil. Das sind diese Teile hier, die es zum Beispiel beim Kaffee mit dazu gibt. Das sind so Keksi. Und die sind auch klein und kompakt und passen auch überall rein. Der Nachteil ist, dass die halt nach einiger Zeit, und das ist jetzt ein originales aus einem meiner EDC, dann so ausschauen. Da kannst du dann auch aufteilen, nämlich zwei Bröseln. Brauchst du aber Pinzette dazu? Nein, das Problem ist, wenn die brechen, das ist halt jetzt dann unangenehm. Es ist auch besser als nichts und hält natürlich auch ewig. Und das ist natürlich auch machbar. Das hält auch ewig. Ist nichts anderes als Zucker. Ja? Zucker. Und solange der nicht nass wird, hält er auch ewig. Und das ist sozusagen auch für mich irgendwie der Vorteil von der ganzen Geschichte, weil wenn ich das mal vergesse oder nicht, ich sage jetzt mal, jedes halbe Jahr das Ganze durchgehe, dieses Fluchtgepäck oder Go-Bag oder was auch immer, oder Inch oder wie auch immer du das nennen magst, ja, hat ja unterschiedliche Bedeutungen, nicht immer kontrollierst, ist das eine gute Möglichkeit. Noch einmal, ich verstehe das an alle, die Nüsse gerne mit dabei haben und sagen, okay, dann mach das. Das ist genauso super. Beim Wintertraining zum Beispiel, da gehen wir raus eben mit diesen Nüssen. Auch Schweineschmalz, nämlich diese Krameln, also nicht das Schmalz selber auch, wobei, aber die Krameln, weiß ich nicht, das ist dieses Fett, was, also du holst das Fett raus, wenn du es verkochst, und was dann übrig bleibt, ist die Schwarte, und die röstet man an, und das sind Krameln, so heißt das bei uns. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, schreib mal gerne einen Kommentar dazu. Auch das ist perfekte Winternahrung, aber das kann ich halt nicht 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre in meinem Rucksack haben, weil das spielt sich einfach nicht. Das heißt, das sind Dinge, auf die ich achten muss. Aber das, was ich da gezeigt habe, ist eigentlich ein Fire and Forget. Das war's an der Stelle. Wenn dir das Thema interessiert, ich habe einen ganzen Pack voll Live- und Online-Kurse, gebe ich dann natürlich auch den Link dazu, wenn dich das interessiert und du da mehr lernen willst, wenn du mich unterstützen willst, natürlich auch mit den Produkten und sowieso. Und denk halt dran. Man kann nicht alles überleben.